Moin. Ja, eigentlich bin ich gerade dabei und knote mir ein paar Beinchen aus einer Fasanenschwanzfeder vor. Das sieht jetzt so riesengroß aus, weil die Fliege, die wir heute binden, ihr erkennt es, eine Pheasantail. Schwänzchen ist ein bisschen zu lang geraten. So winzig klein ist. Auf einen 16er Haken gebunden. Zeichne euch mal. 120 Haken, 16er. Wo steht denn hier die 120? Ach, da 120 Pieces. Also 16er Haken, Größe 16. 120 PCS steht da, Pieces aus China. Knappe 10 Euro. Und die Haken sind gut. Ihr seht gleich einen Haken Solo. Und während ich jetzt hier knote, da geht mir so der Erfinder, der Frank Sawyer, so ein bisschen durch den Kopf. Es gibt da nämlich einen ganz tollen Film. Ein paar Minuten nur auf YouTube, den verlinke ich euch auch. Da sieht man ihn selber fliegen binden. Ja, und da habe ich mir gedacht, jetzt binden wir mal eine Pheasantail. Killerbug hat er auch erfunden. Aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt bitte nagelt mich nicht fest, wenn die hinterher nicht so schön ist, die Fliege. Ne? Das ist Größe 16, ich habe dicke Finger. Und nicht mehr die besten Augen, aber sie fängt. Ja, und wenn das nicht genau die Art und Weise ist, wie ihr die kennt, ich glaube, das ist so die Spaghetti Bolognese, die Pheasantail unter den Fliegen. Egal in welchen Haushalt man kommt, jeder hat ein Originalrezept und jedes Rezept ist anders. Ja, behaupte ich jetzt einfach mal so. So, Brille auf. Legen wir mal los. Man braucht ganz wenig. Bisschen Kupferdraht. Den legen wir hier mal an. Das ist jetzt meine Art und Weise, wie ich das mache. Ja. Tja, ich war ein ganz glücklicher, möchte ich behaupten, der Frank Sawyer. Muss man sich mal überlegen, der war sein Leben lang war der Gewässerwart. Wird auch, man sagt auch, er wäre zudem noch Schriftsteller gewesen und Erfinder von Fliegen. Gewässerwart am River Avon in England. Und ja, das ist ja schon mal ein Traum. Ja. Er konnte immer fliegen, fischen, wie er wollte. Musste sich da um das Gewässer kümmern, natürlich. Ja, das ist mir zu viel. Wir gehen noch mal ein Stückchen zurück. Neigt ja schon dazu, die Schwänze ein bisschen zu lang zu binden. Aber das ist dann doch zu viel. Und jetzt muss man sich mal vorstellen: In diesem Flüsschen da. Da gab es eine Eschenpest. Man wollte die Eschenbestände klein halten. Das ist für uns heute undenkbar. Ja, wir sind froh, wenn wir eine Esche fangen, die müssen wir noch zurücksetzen. Aber war auch eine andere Zeit, ne? Das war, ich glaube, 1900, ja, muss so in den 50er Jahren gewesen sein, so ungefähr, dass die Fliege hier gebunden wurde. Jetzt aber doch mal eben zu der Fliege hier. Wir wickeln hier einmal hinterm Draht her. Und zwar andersrum, als wir mit dem Draht vorher gewickelt haben. Und dann gehen wir schon nach vorne. Ich möchte so ein bisschen die Einbindestelle verdecken. So. Das soll schon reichen. Eine Eschenpest, ja. Aber wie gesagt, andere Zeiten, ne? Geboren war Mr. ich glaube 1906, gestorben 1980 am Ufer seines Flusses, des Rivers Avon. So. Killerbug sagte ich glaube ich schon, hat er auch erfunden, anderes Thema, aber alles legendäre Fliegen, ne? Und die fängt nun mal. Auch wenn ich sie vielleicht nicht so schön binde wie ihr. Aber sie fängt.
So einen kleinen Kupferbubs hier. Wenn euer Kupferdraht nicht mehr so schön glänzt, ne? Dann könnt ihr den mit ein bisschen Poliermittel auf ein bisschen Küchenkrepp. Und dann zieht er den Draht mal zwei, dreimal durch. Ich verspreche mir da Fangerfolg, ne? So. Und ich mag das, wenn die Pheasantail so ein bisschen dicker am Thorax ist, als man das herkömmlich so sieht. Aber bindet dabei bitte nicht zu weit nach vorne. Ja, da braucht er ein bisschen Platz. Die Hakengröße, das werdet ihr sehen, wenn ihr euch das Video vom Frank Sawyer, was ich verlinke. Und die Hakenform, die passen. Die sind wie in dem Video. Ja, das ist so ziemlich das Gleiche, was ich hier mache. Aber es gibt da wirklich auch nur seine Hand, seine Finger als Anhaltspunkt. So, jetzt gehe ich damit nochmal zurück. Ich sage ja, ich habe da gerne einen etwas dickeren Thorax und auch eine kräftige Flügelhülle. So. Noch einmal nach vorne. Das Video ist toll. Das ist echt toll. Und man sieht auch, man legte damals gar nicht so Wert darauf, genau zu zeigen, wie geht das jetzt. Es ging um Frank Sawyer, wie er bindet. Und da, auf Krankenbinder. Er bindet, wenn man ihn da vorstellt, ganz bescheiden das Ganze. Das macht es ja dann auch immer noch mal sympathisch, ne? Und weil ich jetzt hier mit dem Kupferdraht, der ist schon dünn, aber trotzdem, bei einem 16er Haken. Das trägt so schnell auf. Zack, da ist er durch. Weil ich da, wollte ich gerade sagen, nicht noch einen Knoten draufsetzen möchte, gehe ich jetzt her mit Sekundenkleber und nehme mir den ganzen Thorax vor. Das stabilisiert definitiv die Flügelhülle. Und jetzt schneide ich es vorne ab, so nah wie möglich. Und außerdem bleibt der Kupferglanz dann hier noch ein bisschen länger erhalten beim Fischen. Und weil es sich gar nicht vermeiden lässt, dass man hier dann auch mal das Öhr trifft, mit dem Sekundenkleber schieben wir da jetzt noch mal ein kleines bisschen Draht durch. Und ich sage bewusst durch. Zieh den von oben nach unten durch, komplett. Ja. So. Und dann lasse ich den trocknen. Ja, also ich brauche euch nicht viel Erfolg wünschen mit der Fliege. Die fängt, ja. Ich wünsche euch aber viel Spaß bei dem Video. 4 Minuten, ganz sinnvoll verbrachte Zeit. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.